Heuler. Aufgewacht, Heuler. Okay. So, jetzt bist du aber hier. Jetzt war's das mit deinem Rumgesinge. Gott. Jetzt musst du irgendwann in Zufallskampf kommen hier. Lustig ist im Kreis laufen. Doppelkick, genau. Ich muss erst mal überlegen, das ist so schlimm. Nicht sterben, nicht sterben. Ist schön. Okay, ich muss hier oben lang. Wer bist du denn? Was ist das denn da oben? Stopp! Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Wer bist denn du? Ach, ein Nerd wieder. Streber möchte kämpfen. Slimer. Ich weiß ja gar nicht, ob Doppelkick da so gut ist. Ich glaube, das ist eher so... Ja, das war klar. Mehr so, hier so Psycho-Attacken und Elektro und Wasser und sowas ist dann, glaube ich, besser. Nehmen wir mal Windstoß, vielleicht bringt das ja auch was. Ja. Aussetzer. Ach, ja gut. Was, mein Windstoß wird blockiert? Weil das steht hier gar nicht. Das Sandwirbel wird blockiert. Ja, dann tu halt meinen Sandwirbel blockieren. Ist mir auch egal. Ich muss mir meine Nase wieder putzen. Es tut mir leid. Okay. Slimer ist besiegt. Alex erreicht Level 16. Yay! Voltoball. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war. Ist das jetzt eigentlich noch blockiert? Das wird nicht mehr blockiert. Okay, das hat sich dann erledigt. Aber es wird dann mit übernommen aus dem vorherigen Kampf. Ach, du mit deinem Kackkreideschrei, Junge. So, jetzt hat er noch eins, ne? Ich nehme irgendwie Zubat oder sowas. Erreicht Level 17. Das geht so schnell bei Lars. Ein Smogon. Aber ich glaube, das findet eigentlich auch ganz gut, oder? Nein, ich möchte nicht tauschen. Immer noch mal Windstoß. Läuft er? Ja. Smog. Oh nein, Vergiftung. Incoming. Lars wurde vergiftet. Natürlich. War ja klar. Ist das denn schlimm, das Gift? 2. Tot. Nein, ich hab nur noch mein Smetbo. Los, du musst das jetzt reißen. Ach Gott. Na gut, ich gebe dir eins ab. Hey, Alex entwickelt sich. Wer ist Alex? Oh! Nidoking incoming! Oder? Nein, noch nicht. Das zweite. Nidorino, genau. Nidoking kommt danach. Sieht aber auch lustig aus. So. Da können wir ja gerade mal lesen. Im Pokédex. Ist blöd, dass das nicht aufplöppt dann. Finde ich ein bisschen schade.
Nidoran, Nidorino. Cm, 19,5 Kilo. Die Hörner dieses Pokémon sondern im Kampf ein sehr starkes Gift ab, wenn sie den Gegner treffen. Okay. So. Möchtest du das Helix-Fossil? Jo. Das andere... Nein! Auf der fernen Zinnoberinsel gibt es ein Pokémon-Labor. Dort versucht man aus Fossilien, also fossilem Genmaterial Pokémon zu schaffen. War das jetzt beides das gleiche? Könnt ihr mir mal bitte in den Chat, genau, weil ich ja jetzt live streame. Bleib auf der Stelle stehen! Wer bist du denn? Bist du... Oh, ist das Jesse und James? Das Fossil gehört Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpf uns nicht. Miauts, genau. Team Rocket möchte kämpfen. Ein Retter, das ist das von Jesse. Da müsste eigentlich, What the fuck is that? Oh mein Gott! Oh, scheiße. Oh nein, ich möchte sterben. Giftstachel. Dürfte aber eigentlich nicht vergiften. Tackle? Please? Ja, das ist besser. Silberblick kannst du ruhig machen. Smogon müsste dann James eigentlich haben, oder? Und dann vielleicht noch ein Mauzi. Mauzi in den Kampf schicken. Ich bleib mal noch bei Alex. Ich versuch's nochmal mit Doppelkick. Ich sterbe. Huiuiui. Alter! Und nochmal drauf. Geil. Sehr gut. Jetzt müsste Smogon kommen, oder? Oder ein Smogmog. Smogon. Oh, ich bin so gut. nein. Aber ich werde es jetzt mal heilen mit einem Trank. Haben wir ja 6 Stück von. Alex ist das. Oh nein, bitte nicht vergiften. Okay, Doppelkick. Please, please, please. Oh nein, das war nicht gut. Ja gut, das zieht ja nicht viel ab. Bitte, bitte lass das Meer abziehen. Hass. Haben wir eigentlich noch irgendwas anderes außer den beiden, die irgendwie was abziehen? Hornattacke. Oh, ich weiß nicht, ob das was abzieht. Ich will es jetzt eigentlich nicht riskieren, weil es wird ziemlich knapp. Und beim nächsten Mal habe ich's. Attacke ging daneben. Okay. Erreicht Level 17, yay! Wie viel Geld kriege ich denn? So ein Balk hat uns besiegt. 420. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Weg sind sie. Okay. Ah, wir sind wieder draußen. Route 4, Mondberg, Azuria City. So. Jetzt haben wir hier wieder so einen riesige Fläche. Wo einfach mal nichts ist. Ja, wir müssen gleich nochmal da rein. Ich möchte ja gerne noch ein Pipi fangen. So, jetzt gucken wir mal noch, was hier drüben ist. Ist wahrscheinlich noch eine andere. Oh! TM4! Was ist denn TM4? Item war das, ne? TM4. Wirbelwind. Nö.
So, du möchtest bestimmt kämpfen. Okay, da kommen wir eh nicht hin. Oder kriegen wir gleich Surfer oder so? Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt hier unten durch, ne? Ich gehe erstmal hier lang. Ich will mal wissen, was hier der Unkraut ist. Vielleicht gibt es ja hier neue Pokémon. Ein Pipi zum Beispiel, was sich nach draußen verirrt hat. Ein Habitak. Haben wir das gefangen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist so schlimm, ne? Ich mach's jetzt einfach mal kaputt. Und muss jetzt mal gucken, ob wir das schon haben. Pokédex. Habitak haben wir schon, das ist gut. Ich verpiss mich jetzt hier direkt aus dem Gras raus und kaufe mir jetzt erstmal wieder Pokébälle. Oh, blau. Und wir sind in der Stadt. Dann quatschen wir hier erstmal die Leute voll. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon? Das klingt lustig. Ich hätte gerne ein rotes Fahrrad. Aber ich würde... Aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Okay, kriegen wir hier schon das Fahrrad? Das wäre natürlich sehr cool. Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg? Fragezeichen. Was da? Ne, da kann man hoch. Das sieht sehr komisch hier aus. Ich guck erstmal, was hier draußen so los ist. Oh, da ist eine Arena. Das ist voll riesig hier, ey. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Gucken, was die hier so. Bill besitzt viele Pokémon. Er hat einige sehr seltene in seiner Sammlung. Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Wer wird denn nicht mit seinem Pokémon prahlen? So, jetzt haben wir erstmal wieder unsere Pokémon. Weil das war ja gerade, sah ja noch ein bisschen mau aus. So, okay. Steht hier drüben noch jemand? Ja. Dieser Bill. Ich hörte, für seltene Pokémon würde er alles tun. Ich meine, in der zweiten Generation heißt das dann Bills PC oder so. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oh, da unten ist der Pokémon. Wer bist du? Du bist auch ein Trainer? Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht so leicht. Nicht immer so leicht. Oh! Das ist bestimmt nur ein Voltoball und kein Item, oder? Ultraschall, los! Jetzt mach schon! Elektroball ignoriert die Befehle. Mit Schutz kannst du dir Käfer und schwächere Pokémon vom Leib halten. Außerdem solltest du das stärkste Pokémon in die Spitze der Liste setzen. Nein, das ist falsch, mein Freund. Geh mal jetzt da weg, ich will dahin. Ich möchte mit dem Mädchen reden, dankeschön. Besitzt du Sonderbonbons? Gibt man einem Pokémon ein Sonderbonbon, dann erreicht es den nächsten Level. Ah, hatte ich sogar recht. Hallo, kann ich dir behilflich sein? 5000 haben wir. Ja, erstmal ein paar Pokémon. Ja, 13 Stück. Es wäre cool, wenn man hier so Coupons oder so finden kann, die dann Prozente geben oder so. Was haben wir denn noch? Aufwecker. Könnten wir 3 Stück. Was haben wir noch? Ach, das war's. Okay. Dann sind wir hier schon mal eingedeckt. Was steht hier? Tipps für Trainer. Drückt man den B-Knopf während der Entwicklung eines Pokémons, so wird der Prozess abgebrochen. Ich weiß aber nicht, was das bringen soll.